So, er sitzt gerade ab. Nicht! Boah, ich dachte, ich schieße das versehen. Er ist jetzt gerade dabei, gleich hier aufzutauchen. Und wir werden jetzt auch zum Schuss übergehen. Den kriegen wir leider nicht mehr. Ich dachte, wir können mal zwei absahen. Da. Ist das weiblich? Ist das weiblich? Ich konnte es nicht mal richtig ansprechen. Finger bleibt gerade. Wir haben ihn gekriegt. Liebe Freunde, wir haben ihn bekommen. Oh Gott, meine Hand. Die sind ganz schön zittrig. Nochmal einen Schluck aus der Pulle. Kannst du sonst keinem erzählen hier. Oh. Ach da. Wieder sauberen Schuss angetragen hier. Ich glaube, der war diesmal nicht allzu stark. Da ist ein Ruf vernommen worden. Oh, doch, der stärkste bis jetzt, so wie es aussieht, oder? Was haben wir für einen Score? Gucken wir. 184, der stärkste. Recht Lunge, Liver und Storm Match. Ja, 50 Meter. Sauber. Leistung wieder mal von mir. Jetzt haben wir nicht einmal vorbeigeschossen. Also ich habe nicht einmal vorbeigeschossen. Jawohl, gute Arbeit, es regnet. Das kommt uns natürlich zum Vorteil, wenn wir im Unterholz sind. Was ist das für eine rote Spur? Das interessiert mich jetzt doch auch schon mal. Gut. Okay, unser Ziel ist hier der Hochsitz. Dann werden wir, denke ich mal, mit dem Lockruf arbeiten. Dann will ich erstmal gucken, wenn wir da sind, wie wir denn weiter verfahren werden, liebe Freunde. Auf die Wapitis, ein Nerv. Da hinten, da zieht einer rum. Ich glaube, weibliches Stück, aber. Wo bist du, männliches Stück? Wo bist du? Lassen das weiblich mal in Ruhe. Ich denke mal, wir werden es dann eh schießen, weil wir es dann anlocken werden und bis dann kein männliches ist. Obwohl, ich gucke mal noch die schnell die Spur an hier. Wer ist dann da? Noch ein weibliches. Also, ich denke, wir werden eine tüchtige Menge weibliches. Das kommt mir auf uns zu. Viele weibliche Stücke sehen. Männliche können wir natürlich auch sehen, wenn es denn gut läuft. Okay. Da hinten, an anderem Ufer müsste einer sein. Sieht, mal gucken. Ich werde mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich glaube, da ist eine. Ja. Wir werden dann erstmal einen Überblick verschaffen, wenn wir da drauf sind, die Windrichtung bestimmen. Und hast du nicht gesehen, dann mal gucken, ob wir vielleicht noch hier von den Schwachen da, wo der eine weggerannt ist, den einen noch bekommen. Dann werde ich erstmal kurz eine kleine Pause einlegen, also minimieren. Ich höre jetzt nicht mit der Jagd auf, aber dass ich mal noch einen Überblick bekomme, hier, wer ist welcher Part. Das kannst du ja sonst keinem erzählen. Liebe Freunde. Nur mal so, ich habe 14:42 angefangen, jetzt ist es 15:30. Wir halten fest, es ist 15:30. Ich werde das also ausschreiben, Let's Play der Hand 2013, dann eben den Titel dahinter, Wapiti Jagd Teil 1, Teil 2, Teil 3, Pipapo. Mal gucken, wie lange wir das heute durchhalten. Der ist ja auch mal irgendwann kaputt, ne? Ich glaube, nach 10.000 Kilometern. Dieses Potenzial sollten wir dann doch schon ausschöpfen. Gut, vielleicht werde ich das mal immer so machen, eine Jagdsession auf eine gewisse Tierart. Und das über einen gewissen Zeitraum, nicht immer nur eins. Und dann ist Schluss, ne? Natürlich nehme ich auch einen, ich weiß es gar nicht, Schwarzwälder schon stark, muss ich natürlich auch weghauen, aber. Mal schauen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Stelle. Ich weiß auch nicht warum.
Vor allem hier drüben sieht sehr viel versprechend aus. So. Ich gucke erstmal so in den Wald rein. Ob ich denn jetzt schon was ausmachen kann. Okay, wir werden jetzt erstmal gucken, wie denn die Windrichtung ist. Suboptimal, na gut. Da links, da links, da links, da links, da links. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube einzelnes Stück. Es ist sehr dämlich, wenn ich rufen würde. Obwohl, vielleicht würde es uns natürlich auch einen Bullen bringen. Aber ich könnte die auch genauso nah genug ranlocken, das war das andere Problem. Okay, wir suchen das mal die. Wo ist sie hin? Ah, die steht da drin jetzt oder was? Das ist schon mal ein anderes. Nö. Okay, ich denke, ich werde mal einen Lockruf auspacken. Okay, scheint vernommen zu haben. Die Frage ist, ob das die einzige ist. Denken wir, die werfen mal den Bogen. Wenn sie rüberkommt. Versuchen, ich werde auf keinen Fall mehr eine Kugelwaffe drauf halten. Wohl, für die 3006 was genau die richtige Entfernung gerade. Für den Unterhebel. Spann. Repetierer. Und ne, Unterhebel. Repetierer. So, mal gucken, was denn nun Sache ist. Eigentlich sieht die Stelle vielversprechend aus, aber das kann ja auch mal täuschen, ne? Manchmal denkst du, oh ja, sieht's gut aus, da ist kein Wild, aber an anderen Schimmel denkst, nee, da ist wahrscheinlich nichts, dann entgehen dir meistens die größten Brocken. Oh, die sieht dann Ruhe lang. Können wir mal versuchen. Recht weit. Da saß sogar. Lol. Dabei bin ich echt nicht der Treffsicherste. Ist das tot? Ich glaube schon. Oh. Da war auch wieder ein weibliches. Ja, das schwimmt das weg. Muss gleich mal direkt gucken. Das ist auf einmal. Nö. Wir treffen das und vorhin den Bullen, da schießen wir vorbei. Okay. Leicht verwirrend. Und deswegen nehme ich gerne den Bogen. Liebe Freunde, deswegen nehme ich gerne den Bogen. Ich werde jetzt nochmal mit dem Fern. Wieder das nachgucken, ob so. Ja, das ist tot. Das spätestens in einer Minute ist es verblutet. Beziehungsweise erstickt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo das andere denn ist. Scheint immer noch da hinten. Wie gesagt, eine vielversprechende Stelle. Ich werde nochmal rufen. Und da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Männliches Stück? Ne, weibliches, ne? Weibliches. Da hinten so auf jeden Fall irgendwo. Scheint zwei zu sein, wenn ich so unten noch eins ist, da hinten. Hä?
Dann haben wir ja drüben Nailuken in den Wald. Ob denn. Oder wo denn. Der Wapiti ist. Ich glaube, da hinten steht er. Steht jetzt da? Nee. Ich sehe ihn nicht. Gibt's ja nicht. Mal zum Rufen übergehen. Na, wo bist du? Jetzt habe ich es klar vernommen. Hä? Genau auf dem Weg. Da. Auf der Kopf. Okay. Hasenfische. Ach, schön. Die Frage ist jetzt nur, wie wir denn vorgehen, ob das Vieh auch irgendwann heute mal kommt. Noch. Aber das sage ich euch in der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Ciao.